Jo, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Battlefield 1. Ich muss mich echt dran gewöhnen, dass ich nicht Battlefield 4 oder Hardline sage. So Freunde, ich hoffe, wir finden vielleicht noch einen Fahrer. Fahrer! Wir zocken Rush diesmal. Und sind diesmal die Angreifer. Was haben wir denn hier Schönes? Boah, cool. Cool, den Flammenwerfer-Typ habe ich noch nie gezockt. Was ist, wenn ich damit einsteige? Kann ich denn quasi trotzdem... Habe ich dann quasi trotzdem noch den Flammenwerfer mit Intus? Oder den snipt jemand? Warum macht der so viel Schaden an mich? Oder an mir und ich so wenig? Ist schon wieder geil, oder? Wenn ich snipe und der Flammenwerfer-Typ hier ankommt, brauche ich 3 Jahrzehnte, ehe ich den Tod habe. Ja? Er macht einen Schuss und direkt 15 abgezogen. Oh, da möchte ich hin. Ich versuche ein bisschen über die Ruinen zu laufen. So ein bisschen von hinten vielleicht. Und dann, wenn wir die ausräuchern hier. Vielleicht funktioniert es gut. Oh, shit. Oh, komm, Alter. Ich meine, die Panzer, die one-hitten nun mal. Das ist einfach so, ja. Das ist Tatsache. Das ist aber einfach ärgerlich, dass man, ja, wenn man selber halt auf der anderen Seite ist, dann funktioniert immer nichts, ja. Wenn man selber immer derjenige ist, wo funktionieren müsste, dann funktioniert immer nichts. Oh shit, oh shit, oh shit. Mal gucken, wo die sind hier. Ja, we have taken apples, wir wissen's. Dann die Pisser. Oh, da hinten. Fucking Sandsturm, Leute. Scheißdreck. Jetzt sieht man wieder gar nichts mehr. Alter, man sieht echt überhaupt nichts. Jetzt müssen wir wieder in den Nahkampf übergehen. Komm, 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 komm. Okay, der ist Geschichte, das ist nice. We have armed objective butter. War da unten jemand? Nein. Das ist eigentlich unsere Chance, jetzt zu rushen hier. Eigentlich müssten wir jetzt hier reinrennen. Alter, voll in die Luft gesprengt. Oder irgendwo schon wieder. Aber vom Boden, du siehst halt nichts. Das Lustige ist schon wieder, dass die uns sehen. Die sehen uns, aber wir sehen die wieder nicht, weißt? Das ist auch wieder typisch. Oh shit. Ist da oben jemand? Wie er hier campt, der Gimp. Ist hier, hat einen eingekackt. Die Position ist eigentlich sau nice. Bloß du siehst halt nichts, das ist dann wieder nicht so nice. Wenn noch Munition in der Handwaffe ist noch drin, nur für den Fall, falls wir tatsächlich brauchen. Oh, dieser Sandsturm, Leute. Ich meine, mir wurde auch schon gesagt, dass das wenigstens realistisch ist. Ja, es ist realistisch. Aber ich finde trotzdem, wenn du mit Sniper spielst oder so, hast du wenig Chance, ja. Also man tut sich dann wirklich schwer, überhaupt was zu sehen. Ich finde es auch an sich ganz geil gemacht. Aber trotzdem vielleicht ein Ticken zu krass. Ein bisschen mehr sehen wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber sagen wir mal so, auf den anderen Maps wird dies ja nicht sein. Das ist ja nur hier so. Und da ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn das mal so ist, ja. Ich meine, es gehört halt zur Map dazu. Und daher ist es gar nicht so verkehrt. Okay, der ist schon down. Ja, we have taken out, ich weiß. Du siehst halt nichts, das ist die Scheiße. Die Gegner können dich sehen, aber irgendwie kann ich keine Gegner sehen. Von wo auch immer die geschossen haben. Irgendwo da hinten. Ich versuche mal zu markieren, aber ich sehe keinen. Ja, machen wir ja, Mädel. Wo
Oder kommt wieder ein Panzer, glaube ich. Oh, shit. Komm. Oh, shit. Warum wieder ich? Warum wieder ich? Eiskalt, Alter. Eiskalt ist der Panne hier. Eiskalt, Junge. Ordentlichen Headshot gegeben hier den Kollegen. Komm, 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 geh weg, Junge. Mensch, verpiss dich doch mal. Ich glaube, den kriegen wir nicht. Da ist doch schon tot dahinter. Die Klingeln sind so geil. We have taken out objective butter. The objective is ours. Keep it that way. Ja, natürlich. The enemy artillery barrage to stop firing. Komm, holt ihn wenigstens weg, Mann. Alter, wie wir hier alles rasieren, ne? Wir nehmen die relativ gut auseinander, würde ich mal sagen. Attack the new objectives. Der Typ hockt dahinter. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, komm, Lattner. Komm, 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 komm. Scheiße. Und rüber. Komm, komm. We have armed objective apples. Oh, los. Das Nachladen dauert ein bisschen lang, muss ich zugeben. Aber es gehört ja auch dazu, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Der Typ ist, glaube ich, down. Getroffen? Oh, komm, Junge, man zeigt deinen hässlichen Schädel. Okay, er will nicht mehr. Alter. Die ganze Zeit siehst du keinen, weißt du? Ach, der ist tot. We have taken out objective butter. Irgendwo hier ist auch noch einer. Wait for the enemy artillery barrage to stop firing. Irgendwo hier ballern sie noch. Wenn man dem Gehörgang Aufmerksamkeit schenken darf. Okay, wir gehen mal mit. Fahrzeug, unser Fahrzeug, sehr gut. So, Kollegen, komm, wir machen das Ding jetzt hier. Ja, geht alles schön hoch hier. Mach doch nicht so einen Rauch. Oh, da hinten, da kommen sie. Alter. Ich weiß nicht. Oh shit. Okay, das ist Geschichte, sehr nice. Wir hatten doch bloß noch zwei Schuss, wenn ich das richtig gesehen habe. So, wir gehen auch mal hier mit hoch. Von hier können wir richtig geil deffen. We have taken out objective butter. Komm, zeig dein Face. Schönes Ding, schönes Ding, Alter. Richtig geiles Ding. Alter, ich liebe es, in den Game Headshots zu machen, ganz ehrlich. In Battlefield 1 ist es noch 10-mal geiler, einen Headshot zu machen, finde ich, als wie in Battlefield 4 oder Hardline. Einfach nur, weil du hier das richtige Feeling auch hast von einem Headshot. 5-1. Das war ein bisschen zu offensiv. Alter, wir sind schon im letzten Gebiet. Wie geil ist das denn? Ich glaube, wir haben es gleich, ne? Ich glaube, wir haben es ernsthaft gleich geschafft.
Und richtig gut vorangekommen hier. Also die haben wir mal gut kassiert, würde ich sagen. Ah, schon zu Ende. Das gibt's doch nicht. 10 von 10. Geiles Ding, würde ich mal sagen. Geiles Ding, oder? Also, jo. Aber ich muss sagen, Rush ist auch ein richtig cooler Modus, finde ich. Rush ist auch geil, finde ich. Ja, nicht schlecht. Wo stehen wir? Ah ja, 5-2. Komm. Naja, 25-0? Alter, wir sind eher ausgerastet. Wahrscheinlich Panzer oder so, ne? Naja. Gut, Leute. Auch wenn die Folge wieder ein bisschen kürzer war, ich hoffe, dass die nächste Folge länger ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre es natürlich schön, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen könntet. Ich freue mich sehr auf die Vollversion von Battlefield 1. Ich hoffe ja auch. Falls ihr Fragen habt und so weiter und so fort, könnt ihr natürlich gerne schreiben. Vielleicht kann ich sie ja beantworten, aber ich glaube, viele von euch haben die Battlefield 1 Beta eh schon gezockt, Hardcore gezockt, ja, was ja auch richtig ist. Und ja, Leute, schaltet in der nächsten Folge gerne wieder ein. Ich freue mich auf euch und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Servus.